Arcanum, alles gut. Was habt ihr zu suchen? Ich bin hier, um euren Chef zu sehen. Der Hohepriester empfängt niemanden, es sei denn, er hätte eine Einladung, keine Ausnahmen. Wie bekommt man eine Einladung? Man bekommt keine Einladung. Es gibt keine Möglichkeit, sich eine heilige Einladung zu beschaffen. Sie werden nur durch die Gnade seiner Eminenz verliehen. Und jetzt hebt euch hinweg. Ups. Sind da doch schnell pissig geworden. Quatschen trotzdem nochmal ganz kurz mit dem. So. Ich brauche ein Pilgergewand, wa? Ich brauche einen Pilgergewand, glaube ich. Das ist eine interessante Tatsache. Vielleicht unter was nicht? Gab es sonst noch etwas? Nö. Das habe ich mir. Weiß ich gar nicht, habe ich mir das durchgelesen? Ich gehe jetzt aber davon aus, ja. Wird schon richtig sein. Es gibt nur diesen Eingang hier, ja. Ich darf hier die Sturmdinger doch mal töten. Ich habe wohl nichts dabei, ja. Okay. Komme ich immer noch nicht durch. Bringt mir nicht so wirklich viel. Verstehe nicht, warum ich gerade so wenig FPS habe, ja. Das spielt sich total beschissen. Tja, irgendwie. Was soll ich machen? Immer noch ein Pilgergewand? Kann man sich sowas kaufen? Oder muss ich einen Pilger abschlachten? Kann ich die nicht töten? Einfach killen. Auch wenn ich das ja nicht machen sollte. Hier ist ja auch nichts Interessantes drin. Ja, die Klappe. Normal diese hässliche Elfenrüstung hier. Die hab ich auch. Ist nichts Neues. Das, was er hat, ist auch ein Pilger gemeint, oder? Ein Priester gewandt. Ach, da bin ich. Hey. Ich glaube, ich bin gerade weg gewesen. Ich glaube, ich habe mich gerade nicht mehr gesehen. Ach Mann, ist das scheiße. Was sind Virgil? Vielleicht brauche ich ihn hier. Ich habe genug, jetzt alles wieder nachzudurchforsten hier. Zu durchforsten. Vielleicht besäuft er sich hier irgendwo.
unwahrscheinlich. Bezauberte Ausrüstung brauche ich auch nicht. Magie erst recht nicht. Zur weinenden Zwiebel. Ist auch kein Virgil. Er meinte, haben wir es noch Kaladin. Muss ja irgendwo sein. Na, guck mal, das. Ne, das ist kein Tempel, das ist. Das ist was anderes. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ah, doch, das ist ein König, ne? Irgendwelche Adligen hier. Wo ich mich ja nach oben geschlichen habe, hier über den. Über die Kanalisation und einfach mal, ja. Verprügelt wurde von jedem. Können mich wohl nicht leiden, hm? Virgil, wo bist du? Hier haben wir irgendwo die Leichen gewesen. Ach, der wollte die Schädel haben, Mann. Wer seid ihr? Wo ist Tyrion? Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ihr habt doch mit Tyrion zusammengearbeitet, nicht wahr? Das weiß ich nicht. Ich sollte ihn ja treffen. Wir wollten Informationen austauschen. Ach, und wirklich? Und was für Informationen könnten das sein? Informationen über die zu verfügenden. Über die zu verfügen gefährlich ist. Ich habe die gleiche Angelegenheit verfolgt wie Tyrion und seine Kollegen, aber ich glaube, ich war viel weiter. Was habt ihr dann entdeckt? Das sollte ich euch fragen. Ihr habt kürzlich etwas erhalten, das für bestimmte Leute den Untergang bedeuten würde, nicht wahr? Nein, wie kommt ihr darauf? Ah, wie ich sehe, seid ihr misstrauisch. Das ist klug, zumal der Weg, auf dem wir uns befinden, sehr gefährlich ist. Also gut, da werde ich meine Informationen eben mit euch teilen. Danach könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr mir glauben wollt oder nicht. Ich weiß selbst nicht, wie viel davon ich glauben soll, aber das habe ich herausgefunden. Ich höre. Vor etwa 50, 55 Jahren kam eine Gruppe von Gnomen aus allen Teilen Arcanums durch Investitionen in die neue Technologie zu sehr viel Geld. Mit ihrem wachsenden Wohlstand und Einfluss kamen auch uralte Vorurteile wieder ans Licht. Gnome galten allgemein als gemeine Diebe. Die anderen Völker trauten diesem Machtzuwachs nicht. Es gab Schlägereien und Drohungen. Anonyme Briefe, in denen die kleinen Gnome davor gewarnt wurden, bloß nicht übermütig zu werden. Die Gnome versuchen das erfolglos mit menschlichen Leibwächtern. Jeder Mensch, der sich zu dieser Zeit als Leibwächter eines Gnomes verdingte, galt ganz automatisch als nicht vertrauenswürdig und unaufrichtig. Dann versuchten sie zunächst aus Elfen und Orks magische Dienerbestien zu züchten. Die siamesischen Zwillinge. Genau, aber jetzt wisst ihr alles darüber, was ihnen zugestoßen ist, nicht wahr? Das war von Anfang an keine gute Idee. Orks mögen von Natur aus keine Gnome. Und daher brauchten die Gnome etwas viel Fertigeres. Der nächste logische Schritt schien Halboger zu sein. Sie waren es leid, gejagt zu werden. Zudem versprachen ihnen die Gnome jede Menge Essen und dadurch bekommen die Gnome schließlich extrem loyale Leibwächter. Aber es gab da ein Problem. Halboger waren damals noch sehr selten und dafür gibt es auch eine gute und wissenschaftliche Erklärung. Und die Gnome ohne Leibwächter wurden sozusagen als Hebel gegen jene mit Leibwächtern eingesetzt. Die meisten dieser Gnome lebten in Taran, das damals noch eine Monarchie war. Sie baten den König um Hilfe, aber das Letzte, was dieser wollte, war eine Gruppe gnomischer Bankier, die in seinem Königreich Macht besaßen. Die Gnome wurden auch weiterhin zusammengeschlagen und der König und seine Gerichte sahen einfach weg. Und da beschloss jemand, nennen wir ihn einmal Mr. X, etwas zu tun. Mr. X? Ja, eines Abends... Oh, ernsthaft, Leute, ist mir egal. Ja, komm, leck mich. Was habt ihr denn schon? Nichts. Ihr habt ein Tagebuch, das so hinterlassen wurde, dass ihr es hättet finden müssen. Das konnte letzte Woche geschrieben worden sein. Was habt ihr gesehen? Tja, ich glaube, ihr habt den verlassenen Lagerhaus gesehen, mir nicht, was auch immer euer verdrehter Verstand daraus machen will. Wieso tut ihr das? Wir brauchen immer neue Mitstreiter, um die Kunde zu verbreiten. Ihr hättet vielleicht echte Informationen, aber nun wisst ihr gar nichts mehr. Was ist real von dem, was ich euch gesagt habe? Ihr könnt euch allen erzählen, was ihr von mir gehört habt. Ich bin mir sicher, die Presse würde die Story lieben. Vielleicht einen schönen Tag noch. Vielleicht, achso. Dazu gehört nämlich auch, euch
Und dazu gehören nämlich auch eure quälenden Schmerzen. Oh, der macht Schaden, ne? Kann ganz gut ausweichen. Nichts hat er dabei. So, was ist nun mit den Zwillingen, mit den Scheißschädeln? Ah, Unsinn. Aber sowas von Unsinn. Adam Maxwell. Ich spiele es mir einfach viel zu textlastig. Ich habe einfach keinen Bock mehr darauf. Das ist die ganze Zeit hier scheiß stundenlang vorzulesen. Wo kommen die drei denn bitte her? Tja. Ich habe vorhin geschaut. Eigentlich hätte uns dieser komische Typ mit Haar das Codewort sagen müssen für den Durchgang. Aber er hat's. Oh Mann, ey. Ja, ja, ich habe gesagt, ich würde das nach oben gehen. Hier, der Typ mit Haar. Hier, Hadrian. Der soll jetzt eigentlich das Codewort sagen. Wie das heißt, aber er will nicht. Gleiche. Tja. Kein Plan, ey. Name des Elfs war Kanhua, der das entdeckt hat. Hieß nicht der Zeuge der Himmels Kanhua. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Wieder mal. Es ist jedes Mal die gleiche Scheiße, dass ich nicht über normale Wege irgendwo hinkomme, sondern jedes Mal einen Dreck machen muss. Um den ganzen Dreck zu umgehen, ey. Nee, du kommst nicht so nach Caladon. Das ist nicht möglich. Du musst lieber irgendwo durch den Gorgopass latschen. Nee, du kommst doch nicht so einfach dahin. Kannst du knicken. Hol dir mal ein Pilgergewand. Langsam kotzt mich das einfach nur noch an. So, wo haben wir denn hier irgendwo mal eine Boutique? Das habe ich eigentlich vorhin gesucht worden. Also, was haben die anscheinend gar nicht? Die haben keinen Gemischtwarenladen. Ach, siehst du, die Medispinne. Was ist denn, wenn ich die jetzt hier hinwerfe? Töten die die? Nö. Ey, ist das geil, ey. Die ist so gut, die Medispinne. Ich liebe sie. Haben wir hier unten irgendwas, wo... Ne, hier ist Virgil auch nicht. Das wäre unlogisch. Was mache ich hier eigentlich? Ach doch, irgendwas... Irgendwas habe ich doch gesucht hier. Ashbury, Tarant, Blackroot. Wir gehen nach Ashbury. Na, eigentlich wollte ich ja Virgil suchen, aber ich glaube, das war es gewesen. Der Typ kommt nicht mehr wieder. Deswegen gehe ich jetzt einmal in die Wendigrot-Wüste und erkunde ein bisschen was und. Ja. Bin ich gerade nicht mehr so begeistert von jemandem, den ich von ganz am Anfang aufgezogen habe und der ist dann weg. Das ist total scheiße. Wo laufe ich eigentlich hin? Und wenn ich den töte, der hat auch einen Pilgerbund, oder? Haben halt alle diese beschissenen normalen Gewänder. Vielleicht ist es ja ein Pilgergewand, ich weiß es nicht. Peonis edle Kräuter.
So, ja, bitte sehr, weg mit dem Dreck. Da, mal gucken, ob da was drin ist. Ob wir da was finden, was ich suche. Selbstverständlich nicht, ich brauche ein Gewand. Boah, ich bringe wirklich einfach irgendeinen Pilger gleich um, weißt du? Na, wir gehen mal zu dir. Warum hast du mal so ein komisches Gewand? Die Molochische Hand kommt denn nicht mehr, hab ich ein Glück. Was willst du denn? Warum bist du gemein zu mir? Hä? Kommt er denn her? Er spielt gemischt Waren. Gute Frage, oder was der von mir wollte? Ich hab keine Ahnung. Komm, einfach ein komischer Typ hinter, der mich nicht töten möchte. Kein Plan, was er wollte. Experten im Werfen. Okay. Ja, die Medispiele habe ich ganz vergessen. Da brauche ich welche natürlich nicht. Gehen wir zum Tor der Wüste. Auch wenn das einfach nur so ein Durchgangsort sein wird. Schön wieder in der Nacht. Nee, doch nicht am Mittag. Können wir jetzt keine Sau, weißt du, ob es ein Lagerfeuer oder wie? Hm, hier ist auch keiner. Erkunden wir mal ein bisschen die Wüste. Boah, ehrlich gesagt habe ich da keine Lust drauf. Ich habe irgendwo noch meine Datei. Mit den ganzen Orten, weil ich bin jetzt echt nicht motiviert, den ganzen Scheiß zu suchen. Ups. Da ist etwas. Über dem O. Gucken, ob wir da schon hinkommen. Sieht nicht so aus. Nee. Auch wieder nur ein Ort, den man freischalten kann. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken! Ihr behinderten Drecksfliegen, ey, Spinnen, ey, ich werd irre. Fuck. Ich weiß nicht, ob meine Medispinne auch Dings heilt. Ihn heilt. So, was haben wir denn hier schön? Das ist eine erstmal. Ja, Tulla. Das Tulla ist eine magische Stadt. Eine Stadt der Magier. Ich kann mich hieran auch gar nicht mehr so wirklich erinnern. Komme ich überhaupt rein? Seid gegrüßt. Was ist das hier für ein Ort? Dieser Ort ist jeden vorbehalten, deren Bestimmung es ist, hier zu sein. Ihr gehört nicht dazu. Geht eures Weges, wenn euch nichts ausmacht. Was wollt ihr wissen, ob ich hier sein soll oder nicht? Wie wollt ihr wissen, ob ich hier sein soll oder nicht? Ich bin die Wache, es ist mein Job, das zu wissen. Leb wohl. Der ist entspannt, der Typ. Der will gar nicht kämpfen. Ich glaube, den kann ich auch gar nicht töten, oder? Ah. Guck mal, ich bin da reingekommen, aber ich würde gerne... Huch! Sind die böse? Nö. Hat die gar nicht interessiert, dass ich ihn getötet habe. Aber die hat es dann auch vielleicht auch interessiert. Und die sind, glaube ich, ein bisschen böse darüber. Also ich könnte die gesamte Stadt jetzt auseinandernehmen.
ist die andere Leiche? Da. Gift. Ist doll, ne? Wenn man die Leute einfach unbedingt magisch gehalten. Gehässig, ja, ich sehe schon. Feuerblitz. Ich sehe schon, dass ich hier nicht glücklich dran werde. Alle magisch gehalten. Das ist echt ärgerlich. Alle gehässig hier, minus 48. Na gut, wir wollen euch mal alle umbringen. Bringt ja eh nichts. Warum welchen Logbucheintrag? Feind von Tulla, hier Freund der Molochäischen Hand. Du hast dir den Zorn sämtlicher Bürger von Tulla eingezogen? Wie ist das eingezogen? Zugezogen. Ja, meine Güte. Habt euch mal dieser. Ein Teich des Pelojan. Ich geh mal hier rein. Ja, ja, pst. Die sind auch alle gemein zu mir. Ja, alles minus 50. Das ist immer instant angreifen. Ja, auch minus 50. Der, was, Meistermagier? Meistermagier. Ich dachte Meistermacher oder so. Da will ich rein. Das ist ein anderes Gewand. Magisch gehalten. Gut, dann habe ich eine tolle. Gut, also ist Tulla hier auch kein Ort für mich erstmal. Ja, was mache ich denn jetzt? Hier hinten gab es irgendwas anderes noch. Aber das war's dann. Dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Wenn mir Hadrian den Code nicht gibt. Ich kann halt versuchen, noch einen Pilger mehr herzukriegen. Immer noch Heerschaden kommt noch nicht mehr. Ich krieg kein Gewand mehr. Und wo hier war es noch gewesen? Irgendwas. Wie doof, das war doch da gewesen. Huch! Insektenfraujäger. Okay. Auch mal was Neues, daran kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. So, wo ist denn das? Ach, viel weiter weg. Hier hinten irgendwo. Ein Ort, der den dir Veldo Rubin zeigt. Ja, gut, dass ich mit dem noch nicht gesprochen habe. Ja, mein Gott, Hündchen, mach du mal. Ich vertraue dir völlig.
war ja mit was anderem beschäftigt. Echsen. Und 70 Kugeln und 2 Heilbar, das ist doch schön. Okay. Zahnräder von der Grotwüste, von der Wendigrotwüste. Die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Das war's. Sehr beschiss. Was ist denn, wenn ich die Spinne hinwerfe? Heilt die auch mein Hund? Ey, coole Sache. Wow, diese Minispiele ist ja wirklich sexy. Wir brauchen schon Virgil, hm? Ja, mehr ist hier nicht, hä? Das ist ja... Also, Grot steht hier drauf, hm? Ob man die irgendwo noch braucht? Ich weiß es nicht. Kein Plan! Gut, gehen wir wieder nach Caladon. Dann, ich glaube, da muss ich hin. Die haben leider kein Pilgergewand. Das ist doch... Kann ich mir das Pilgergewand kaufen? Das kann ich da irgendwo kaufen. Ich habe nur keine Ahnung, wo... Zum dürftigen Schluck. Sind sie beschissenen Dreckschiffe? Da. Ja, wäre unten gewesen, oder? Wo ich hergekommen bin? Ja. Schiffskapitän. Ach Mann, Leute, es macht keinen Spaß. Bin ich wieder in Caladon und ich finde Virgil immer noch nicht. Naja. Was den meisten nervt, ist, dass der Typen nichts sagt. Habe ich noch Punkte? Na, habe ich alle rausgehauen. Hätte ich doch mal Charisma oder so aufrüsten sollen. Achso, Pilger-Ding brauche ich immer noch. Ist scheißegal. Wir machen erstmal eine Pause, meine lieben Freunde. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Arcanum. Bis dahin. Ciao.